In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem feuchten, schmutzigen Loch, wo es nach Moder riecht und Wurmzipfel von den Wänden herabhängen. Und auch nicht in einer trockenen, kahlen Sandgrube ohne Tische und Stühle, an die man sich zum Essen setzen kann. Nein, das Loch war eine Hobbithöhle. Und das heißt, es war sehr komfortabel. Maelgwynnan. Mit diesen bekannten Zeilen beginnt das erste Buch von J.R.R. Tolkien, welche uns in die Geschichten zweier Hobbits einleiten, die durch ihr Tun in einer gewaltigen Welt Großes verändern. Doch was ist die Geschichte dieser Welt? Was steckt hinter Sauron und seinen Orks, hinter den Zauberern und all den fantastischen Orten, die wir bisher in Büchern oder den Filmen erleben durften? Mit dieser Videoreihe will ich euch zeigen, wie sich Tolkiens Welt von Anfang bis zum Ende geformt und verformt hat. Die Videos sollten immer sonntags erscheinen, zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Dann legen wir mal los! Die Zeitspanne, die wir heute betrachten, beginnt mit den Gedanken eines Gottes und endet mit dem Ende des Frühlings Ardas im Jahre 3450, im Zeitalter vor den Tagen. Als kleine Anmerkung: Diese Jahre sind valinorische Jahre, was bedeutet, dass diese 3500 Jahre in der Zeitrechnung der Bäume 33.500 Jahre der Sonne entsprechen. Diese Jahre sind nicht in meinem Zeitstreifen eingezeichnet. Zuerst war nur Eru, der eine, auch Ilúvatar genannt, da, welcher aus seinen Gedanken die Ainur schuf und diese in seine zeitlosen Hallen rief und ihnen Melodien lehrte. Alle stimmten auf Ilúvatars Thema ein und eine gewaltige, unfehlbare Musik, die Musik der Ainur, ertönt, welche ein Sein in der Leere erzeugt. Melkor, der am meisten Macht und Wissen besaß, wob eigene Töne ein und schuf damit ein zweites Thema und damit den Beginn von allem Bösen in der Welt. Ilúvatar schuf darauf ein drittes Thema, welches mit dem zweiten Krieg führte. Nachdem die Schlacht vorbei war, schuf Ilúvatar mit den Worten "Er, es sei" die Welt, welche die Valar, welche eben jener Ainur sind, die auf Ea hinabsteigen werden, formen sollten. Hier eine kurze Beschreibung der Valar. Der Oberste ist Manwë, er ist der Fürst der Valar. Sein Gebiet sind die Wolken und Lüfte, ihm sind auch die Adler geweiht. Er selbst ist liiert mit Vardar. Vardar ist die Herrin der Sterne, ihr Gebiet ist das Licht. Manwë und Vardar bleiben beide in Valinor am Gipfel des Tanikvetil. Ulmo ist der Herr der Wasser, sein Gebiet sind die Seen, Flüsse und Meere von Ardar. Er selbst ist ein Wanderer, lebt gerne abgeschottet, hat keine Frau und erscheint den Kindern Eros, also Menschen und Elben, meist als Stürme im Meer. Aule ist der Herr über jene Stoffe, aus denen Ardar geschaffen ist, also Stein, Metall und so weiter und so fort. Er ist Schmied und Meister in allen Handwerken. Seine Gemahlin ist Yrvanna. Manwë, Ulmo und Aule haben hauptsächlich Mittelerde geformt. Yrvanna, die Frau Aules, ist die Spenderin der Früchte. Ihr Gebiet ist alles, was wachsen. Sie liebt diese Dinge. Als nächstes kommen die Feanturi. Es sind die Herren der Geister. Mandos und Lorien sind eigentlich nur die Orte, an denen sie wohnen. Dennoch werden sie meist so genannt. Ihre wahren Namen sind Namo und Irmo. Namo wohnt in Mandos und ist der Hüter der Totenhäuser. Er ist der Schicksalsrichter der Valar. Jedoch fällt er nur ein Urteil auf Manwës Geheiß. Seine Gemahlin ist Vaire, sie webt die Geschichten der Welt und hängt sie in die Hallen Mandos. Irmo, der Bruder Namos, ist der Herr der Träume, welcher in Loriens Gärten wohnt. Lorien bitte nicht mit Loflorien verwechseln. Seine Gemahlin ist Este, die Heilerin. Aus den Quellen Irmos und Estes schöpfen alle Geschöpfe Valinors neue Kraft. Die Schwester der Feanturi, Nienna, beweint die Gräueltaten Melkors und lehrt Ausharren und Hoffnung. Sie selbst lebt in der Nähe der Hallen Mandos. Tulkas ist der kräftigste und größte der Valar. Er half mit den Kämpfen gegen Melkor. Seine Gemahlin Nessa ist sehr schnell und leichtfüßig. Ihre Lieblingstiere sind die Hirsche. Orome ist der Jäger der Bestien in Mittelerde. Seine Lieblingsschöpfung sind die Bäume. Seine Frau ist Vana, welche die Blumen zum Blühen und die Kerinki zum Singen bringt. Melkor ist der Herr der Flammen und zerstört immer wieder die Werke der Valar. Tolkien schafft es hier, ein monotheistisches und ein polytheistisches Religionsbild zu vereinen, zu einem Ilúvatar als einzelnen Gott, der alles schafft,
ähnlich wie zum Beispiel im Christentum oder im Judentum. Und auf der anderen Seite die Valar, welche Ähnlichkeiten mit den griechischen Göttern aufweisen, zum Beispiel Manwe als Zeus, Aule als Hephaistos, Namo als Hades, der Taniquetil als Olymp und so weiter und so fort. Nachdem die Valar auf Ada hinabsteigen, begannen sie die Erde zu formen, bauten Berge und errichteten die Betten für Seen und Meere. Jedoch wollte Melkor ihre Werke zerstören, schüttete ihre Täler zu, zersprengte ihre Berge und spritzte das Wasser aus den Seen. Um ihnen Einhalt zu gebieten, kam Tulkas auf die Erde gestiegen und vertrieb Melkor vorerst von Ada. Die Valar rückten die Welt wieder zurecht und Aule schmiedete auf Uyavannas Bitte zwei Leuchten, damit Ada nicht mehr im Dunkeln sein musste. Die Leuchten wurden von Vada gefüllt und von Manwe geheiligt. Jene Leuchten wurden auf zwei Pfeiler gestellt. Iluin im Norden Mittelerdes, im Süden Ormal. Mit dem Licht blühten Uyavannas Samen auf und auf den grasbewachsenen Ebenen sammelten sich Hirsche und sonstige Wildarten. Jedoch hat Vana noch keine Blumen oder Vögel in die Welt gesetzt. Die Valar waren zufrieden, ruhten sich aus und beobachteten die Welt beim Gedeihen. Als kleine Anmerkung zwischendurch. Die Welt darf man sich nicht wie unseren Planet Erde als Planeten vorstellen, sondern als eine gekrümmte Scheibe. Manwe veranstaltete mit den Valar und anderen Ainur ein Fest. Melkor jedoch schleuste Maiar, welche er verführt hatte, als Spione ein. Aule und Tulkas waren von der Arbeit so müde und schlufen nach einer Weile ein. Melkor sah seine Chance gekommen, kehrte zurück nach Mittelerde und grub die Festung Utumno unter dem dunklen Gebirge, wo die Strahlen der Nordleuchte Iluins sehr schwach waren. Von dort strömte der Gifthauch seines Hasses aus und der Frühling Adas war verdorben. Von der genauen Lage Utumnus gibt es sehr viele verschiedene Karten. Jedoch zeigen die mehreren Utumno oberhalb der Leuchte und wenige zeigen Utumno östlich von der Leuchte. Melkor griff, auf die Stärke Utumnus vertrauend, die beiden Pfeiler mit den Leuchten an, wobei diese herabfielen und die Topographie Adas veränderten. In der Dunkelheit konnte Melkor selbst entfliehen. Durch das Gewicht der beiden Leuchten entstanden beim Einschlag die Binnenmeere Helkar und Ringol. Die Valar flüchteten weg von Mittelerde auf Aman, da ihre Wohnung auf der Insel Almaren zerstört wurde und ließen sich dort im sogenannten Land Valinor nieder, in dem Wissen, dass sich die Welt für immer verändert hat. Hiermit endet das Video. Ich hoffe, das Format gefällt euch einigermaßen. Schaut auch gerne auf dem Kanal Mythen aus Mittelerde vorbei. Ich verabschiede mich für heute. Auf Wiedersehen.